Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Roofman und ich rufe vom Dach für euch und heute mit dem Thema Sampler im Rettungsdienst. Das Sampler-Schema ist ein anderer Begriff für die gründliche Untersuchung des Patienten und stellt insofern die Ergänzung zum ABCDE-Schema dar. Primär wird das Sampler-Schema bei internistischen Patienten angewandt. Bei dem Namen Sample handelt es sich um den sogenannten Akronym, also eine Abkürzung, die sich aus Anfangsbuchstaben der einzelnen Kriterien bildet. Nebenbei lässt sich der englische Begriff to sample, also abfragen, ziemlich leicht merken. Gehen wir auf S ein, was für Symptome steht. Da könnte man fragen, wo haben Sie Schmerzen, was für Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen? Und wenn wir darauf eine Antwort bekommen, dann gehen wir auch schon zu OPQRST, was unser Schmerzschema ist. Das OPQRST-Schema ist unsere Schmerzanamnese. O steht für Honest, Schmerzbeginn, also wann hat der Schmerz angefangen? P für Provocation, Schmerzauslöser, ob zum Beispiel der Schmerz druckempfindlich ist oder ob er durch bestimmte Bewegungen auslösbar ist. Q für Quality, Schmerzqualität. R für Radiation, Schmerzausstrahlung, zum Beispiel in den linken Arm, in den Bauchbereich. S steht für Severity, Schmerzintensität und T für Time oder auch Schmerzdauer. Kommen wir zu den Buchstaben A wie Allergien oder Allergies. Leidet der Betroffene unter ihm bekannten Allergien? Diese relativ simple Frage zielt vor allem auf zwei Punkte ab. Erstens, muss eine Allergie bei der eventuell nachfolgenden Medikation berücksichtigt werden? Zweitens, könnte die Allergie mitunter Auslöser für den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten sein. M steht für Medication oder auch Medikation auf Deutsch. Die Frage nach der Medikation sollte sorgfältig geschehen. Zu einem will der Notfallsanitäter erfahren, ob der Patient regelmäßig Medikamente einnimmt, zum Beispiel Gerinnungshemmer, Schmerzmittel oder Blutdrucksenker, und lassen sich wichtige Rückschlüsse auf Vorerkrankungen dadurch schließen. Und interessant ist es dann auch, ob der Patient zum Beispiel eine Überdosis genommen hat von seiner Medikation oder auch, ob er sie überhaupt heute eingenommen hat. Man kann den Patienten dann sowas fragen wie, nehmen Sie Medikamente oder auch konsumieren Sie Drogen, was auch unter Medikamente fällt. Und ganz wichtig ist es auch, nach dem Medikamentenplan zu fragen, den man dann auch mitnimmt und im Krankenhaus übergibt. Wichtig ist es hier auch nochmal anzumerken, dass homöopathische Mittel nicht von Relevanz sind. Also diese Medikation, die der Patient selbstständig nimmt, interessiert dem Arzt bei der Übergabe überhaupt nicht. Kommen wir zu P, was für Past Medical History steht oder auch Patientenvorgeschichte. Der Notfallsanitäter erkundigt sich auch nach der medizinischen Vorgeschichte des Patienten. Das heißt, er möchte zum Beispiel wissen, ob gegebenenfalls Vorerkrankungen bestehen oder ob in der letzten Zeit eine Operation durchgeführt worden ist oder akute Erkrankungen durch einen Arzt behandelt werden. Im Rahmen dessen sollte auch nicht vergessen werden, den Patienten zu fragen, ob er die gleichen oder sehr ähnliche Beschwerden wie jetzt auch früher bereits schon einmal hatte. Man fragt dann sowas wie, waren Sie schon einmal im Krankenhaus? Wird das bejaht? Fragen, wann denn die letzte Operation war und ob es denn einen Arztbrief gibt, diesen sich geben lassen und auch unbedingt, wenn es nicht das Krankenhaus ist, operiert worden ist, diese Arztbriefe mitnehmen und auch mit abgeben. E steht für Events prior to Incident oder auch Ereignis vor dem Notfall oder auch einfach E für Ereignis. Welches Ereignis ist dem Notfall unmittelbar vorangegangen? Gab es unter Umständen einen auslösenden Faktor? Kann sich der Patient daran erinnern? All dies ist für die behandelnden Rettungsdienstmitarbeiter wichtig zu wissen. So lassen sich womöglich die Ursachen für einen Krampfanfall, Sturz oder Verkehrsunfall ergründen. Kommen wir auch schon zum letzten, das R wie Risk Factors oder einfach Risikofaktoren. Die Frage nach den Risikofaktoren zielt darauf ab, herauszufinden, ob der Patient einer bestimmten Risikogruppe zugeordnet werden kann. Beispiel ist der Diabetiker, Alkoholiker. Wenn Sie zum Beispiel eine junge Patientin haben, können Sie diese auch fragen, ob sie schwanger ist oder er zu einem zu hohen Blutdruck hat.
Noch ein Tipp am Rande: Manche Erkrankungen sind vererbbar, sodass es Sinn ergibt, sich nach bekannten Krankheiten innerhalb der nächsten Verwandten zu erkundigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für weitere Kommentare schreibt mir einfach. Ich stehe euch gerne zur Verfügung. Euer Roofman.